Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter für ein modernes Verkehrssystem, das auskommt ohne hochriskante, technisch weniger leistungsfähige als der jetzige Bahnhof und verschwenderische, teure Tunnelbauwerke. Unter der Flagge Bürgerbeteiligung haben wir schon manches erlebt. Zum Beispiel den geistlichen Faktencheck, die Volksabstimmung und den Kinderdialog. Immer mehr als 21 Gegner machen sich fachkundig auf einem der vielen Spezialgebiete und kommen ohne weiteres die von der Bahn in die Diskussion geschickten Fachleute in die Verlegenheit bringen. Aber wir stellen uns immer mehr die Frage, was nützt es? Viele Argumente können von der Bahn nicht widerlegt werden. Bei manchen Argumenten bemühen sich Bahn und auch die Landesregierung, sofern man überhaupt etwas von ihr hört, überhaupt nicht einmal sich zu äußern. Das Ding wird offenbar, so fürchten viele, durchgezogen, trotz bald 200 Montagsdemos, in der letzten Woche einer von ca. 300 Gegnern des Projekts gesuchten Erörterung, die sich über 5 Tage hinzog und mit intensivem Punkt einer immer noch nicht abgeschlossenen Erörterung befasste. Trotz vielen kritischen Presseberichten und trotz einer immer gründlicheren fachlichen Analyse durch die Gegner. Wut und Depression reichen um sich. Da stellt sich die Frage, und der möchte ich eigentlich in Überlegungen widmen, was läuft denn da grundsätzlich falsch? Dazu ist zunächst der zeitliche Ablauf zu erwähnen. Die Leute gehen so etwas vor sich. Da ist zunächst die politische Absicht von ein paar einflussreichen Politikern. Dann folgt die parlamentarische Beratung in den entsprechenden Gremien. Dann die Planung, dann erst die Bürgerbeteiligung in Form von sogenannten Einwendungen, mit der sich anschließenden Erörterung, wie wir sie in der letzten Woche erlebt haben. Je komplizierter ein Projekt ist, desto länger zieht sich dieser Ablauf hin, desto länger und intensiver kann man sich aber auch damit beschäftigen und desto mehr werden politische, planerische und technische Fehler offenkundig. Wenn sich dann wie gegen S21 Widerstand formiert, geht die Schere der Meinungen immer weiter auseinander. Auch eine sogenannte frühe Öffentlichkeitsbeteiligung, wie sie seit einigen Monaten im Gesetz steht, hilft da nicht weiter. Meines Erachtens ist es dringend erforderlich, politische Initiativen auf den Weg zu bringen, durch die geschilderten Verfahrensabläufe geändert werden, und zwar derart, dass nach Abschluss aller Planfeststellungsverfahren, einschließlich der vielen Änderungen, aber unmittelbar noch vor Baubeginn noch einmal eine parlamentarische Überprüfung und Bestätigung stehen muss. Sicher wäre das eine weitere Hürde. Das sollte es auch sein. Spätere technische und wirtschaftliche Erkenntnisse kämen rechtzeitig zum Vorschein. Politische Neuorientierungen, auch die Ergebnisse einer von einem Protest getragenen Wahl könnten dann berücksichtigt werden. Auch wenn vielleicht die Träger der am Anfang stehenden Entscheidung weniger darauf hoffen, möglichst früh vollendete Tatsachen zu schaffen. Auf die Art und Weise der Information der Öffentlichkeit muss geändert werden. Zumindest bei denen, die direkt unter einem Projekt zu leiden haben, zum Beispiel diejenigen, die unter den Häusern in Tunneln durchgeführt werden, oder an dem Haus eine Logistikstraße liegt, auf der einige Jahre lang täglich mehrere hundert, wenn nicht etwa über 1000 Lastwagen vorbeifahren. Sie sollen zusätzlich zur Unterlage, zur Auslegung
informiert werden. Die heute übliche Veröffentlichung im Amtsblatt mit Hinweis auf eine Auslegung reicht nicht. Auch die Auslegung selbst ist mehr als mangelhaft. Ich habe das selbst erfahren, man sitzt einsam und verlassen vor 10 bis 20 Ordnern, behüllt mit großformatigen Zeichnungen, Gutachten, Messergebnissen, alles Unterlagen, die sich an die verschiedensten Spezialisten und nicht an den interessierten Bürger am besten Fall eine gewisse Vorinformation hat wenden. Ein Bürgerbüro, wie wir es kennen, ist da nicht das Richtige. Es müssen speziell für die Erläuterung für Nichtfachleute geeignete Informationsveranstaltungen und Beratungsmöglichkeiten durch sachverständige, unabhängige Dritte geschaffen werden. Eine volle Wache wurde der Erfahrung mit dem Erörterungsverfahren zur siebten Planänderung der Planfeststellung im Abschnitt 1.1 nicht hinter uns. Die gegensätzlichen Meinungen stehen klarer als vorher einander gegenüber, aber geklärt ist nichts. Die Sitzung wurde nach 5 Tagen unterbrochen, ohne dass die entscheidende Frage diskutiert werden konnte, nämlich die der verlässlichen Durchführbarkeit des gesamten Projekts, die alle entscheidenden Abschnitte umfassende diese Rechtfertigung des gesamten Plans ist überhaupt schlechthin die Voraussetzung der Aufteilung der Planfeststellung in einzelne Abschnitte. Nur so kann der Bau eines Torsos vermieden werden. Und das fehlt in dieser Erörterung, die wir letzte Woche erlebt haben, immer noch. Zu dem Grundwassermanagement, über das wir nun 5 Tage lang diskutiert haben, gehört bei einer Gesamtwürdigung insbesondere noch der Bahnhof am Flughafen, einschließlich der Kompatibilität mit der S-Bahn, ein vernünftiges Brandschutz- und ein Entrauchungskonzept für die insgesamt über 60 Kilometer Tunnel im Stuttgarter Stadtgebiet, die Sicherheit an den unzulässig stark geneigten Gleisen im Bahnhof, und vor allem die nach wie vor umstrittene Finanzierung des täglich teurer werdenden Projekts. Und last not least, die Leistungsfähigkeit des Durchgangsbahnhofs, eine Diskussion, in der sich nun endlich Land, Stadt und Bahn im Detail der gründlichen Analyse von Herrn Dr. Engelhardt stellen müssen. Das ist mehr als überfällig. Die Erörterung beendet, dann wäre das ein Abbruch, der auch bei allen darauf eventuell folgenden Verfahren als ein schwerwiegender Mangel angesehen werden müsste. Wir müssen auf einer weiteren Erörterung der nicht, der noch nicht behandelten Themen bestehen. Wie die Diskussion zum Teil liegt, wird verdeutlicht durch eine kleine Episode, die ich gerne erzählen musste. Es gab einen Ausschuss über Wasserfragen zwischen Land und Stadt, an dem auch Mitglieder des Eisenbahnbundesamtes teilnahmen. Dieser Ausschuss befasste sich unter anderem mit einem Strömungsmodell für das Grundwasser und außerdem mit einem Prüfmodell, das von einer anderen Arbeitsgruppe erstellt werden sollte, mit dem man die Gültigkeit und Flugfähigkeit des ersten Modells überprüfen soll. Bei diesen Sitzungen war auch diese Mitarbeiterin des Eisenbahnbundesamtes anwesend. Auf die Frage, welche Rolle sie dort eingenommen hätte, wohl bemerkt an die Mitarbeiterin einer Behörde, die nachher entscheiden muss, ob diese Arbeit richtig war, ob das Prüfmodell, ob das vorherige Modell gepasst und ist, verifiziert hat, antwortete sie schlicht: Dazu sage ich nichts.
Diese schlichte Verweigerung der Teilnahme von Amtspersonen, die schließlich eine ganz bedeutende Kontrollfunktion ausüben, ist meines Erachtens nicht hinnehmbar. Das ist einfach eine Unverschämtheit, die sich auf die ansonsten recht bemühte Verhandlungsleitung nicht hätte gefallen lassen sollen. Schließlich möchte ich was sagen zu dem Punktversuch der DD, der darauf beruhte, dass man irgendwas abpumpte, um zu sehen, wie sich dann die Strömungsverhältnisse des Mineralwassers ändern oder auch hoffnungsvollerweise nicht ändern können. Dieser Punktversuch hätte erbringen sollen, ob denn dieses von mir vorher erwähnte Strömungsmodell tatsächlich vernünftige Ergebnisse geliefert hätte. Mitgeteilt wurde dazu nur ein Punktversuch als Langzeitpunktversuch betitelt, der über 5 Tage, da ist schon das Wort Langzeit eine Täuschung, angesetzt war. Und der aus nicht erklärten Gründen schon nach 3 Tagen keine vernünftige Messwertfolge mehr lieferte. Das Präsidium und später auch das Eisenbahn Bundesamt auf dieser Datenbasis das gesamte Grundwassermanagement auf keinen Fall akzeptieren. Was mich persönlich am meisten störte, war die Arroganz, mit der einige der Experten auf Fragen, die ihnen nicht sachverständlich genug erschienen, reagierten. Da sorgte aber ein vom BUND mitgebrachter auswärtiger Sachverständiger dann mit großer Gelassenheit dafür, dass diese Herren wieder bald auf die Erde kamen und ihrerseits mit betroffenen Gesichtern da waren. Zurück zur Bürgerbeteiligung. Insgesamt stark verbesserungsfähig. Es gibt viele Möglichkeiten für Abgeordnete, sich hier hineinzuknien und sich zu profilieren. Das sei allen zum Nachdenken empfohlen. Das kann nicht so bleiben. Die Wahl am kommenden Sonntag bietet uns die Chance, darauf zu reagieren. Geben Sie Ihre Erststimme einem Kandidaten, von dem Sie sicherhin sind, dass er das Thema hochdiskutiert, dass er es zu seinem persönlichen Anliegen macht und er es auch weiterhin vertreten wird. Und geben Sie Ihre Zweitstimme einer Partei, die für diese Bemühungen das richtige Umfeld schafft. Dann können wir vielleicht oben bleiben. Danke.